Es ist in diesem Video. Ist das Purple Cup? Nein, ich meine es. Ah doch, das ist das hier, oder was? Boah, was? Nein, hä? Ah, das ist der zweite Teil von Freeway Cup, genau, meine ich ja. Video werdet ihr die besten U16 Talente aus ganz Deutschland 2000 sagen lassen. Juli Rodri. Tag 2. Nicht zu lang. Der Außenraum. Guten Appetit. Hertha BSC gegen Stuttgart. Boah, gutes Duell, Digga. Beide, die wir angeguckt haben, die haben wir vor 2 Tagen, glaube ich, angeguckt. Stuttgart und Hertha. Beide sehr stabil gewesen. Das war mein Kollege, der gesagt hat, tschüss. Bester Mann. Boah, super Touch. Super. Ey, wirklich ohne Spaß, was die Jungs zeigen, wie gut die sind, das ist wirklich crazy. Digga, Ball an, Anno Mitnahme und Abschluss geisteskrank. Boah, super Touch. Digga, er nimmt ihn mit links an und macht ihn mit rechts so rein. Super Abschluss, Junge! Was für ein Touch, was für ein Abschluss! Stuttgart geht hier mit 1-0 in Führung! Der Neuner von Hertha ist. Den musst du auf den Schirm haben. Und der Ausgleich. 1-1. Ich erkenne doch die Stimme. Ich erkenne die Stimme. Ist Ante Čović der Trainer? Das kann nur Ante Čović sein. Das kann nur Ante Čović sein, mein ehemaliger Trainer. Ich habe die Stimme sofort erkannt. Von dem Schreien. Hundert Millionen Prozent. Wechsel alle! Ja, da ist er doch. Digga, Ante Čović war doch die ganze Zeit U23-Trainer. Auf einmal U16-Trainer? Hart. Guck dich mal, was dein Fall ist. Geil. Geil. Das ist Fußball. Geil. Geil. Oh. Habe ich euch das erzählt damals, Chat? Habe ich euch erzählt? Das habe ich euch erzählt, ne? Mit Italien? Mein Länderspiel gegen Italien? Mit Deutschland? Habe ich euch das erzählt oder habt ihr es vergessen? Ich habe bei einer U17 gegen Italien gespielt. Digga, das zeige ich euch jetzt kurz. Also, das werdet ihr mir nicht glauben. Das ist eine wahre Geschichte. Nein, nein, kein Freistoß. Digga, mein Herz tut mir die ganze Zeit weh. Warum, ja? Hier. Ich schwöre es euch. Wir haben gegen Italien gespielt. U17. Und erste Halbzeit hatten wir einen Einwurf gehabt. Und ich hatte im Rücken einen Gegenspieler, also der ganz nah eng dran war. Und ich habe meine Arme so ausgebreitet, weil ich den Ball so abschirmen wollte und den Ball annehmen wollte. Er hat mir einfach in meinen Arm gebissen. Ich schwöre auf alles. Der Abwehrspieler hat mir meinen Arm gebissen. Und ich wurde daraufhin in der 40. Minute, das war damals die Halbzeit, wurde ich ausgewechselt, weil bei mir ging nichts mehr. Ich war so schlecht. Geisteskrank. Er hat mich mit diesem Biss komplett rausgenommen. Ich lüge nicht, ich schwöre. Mein Arm war so oben gewesen. Ich habe mich abgeschirmt und er stand hinter mir und er hat mir einfach hier meinen Arm gebissen.
Und dann war vorbei gewesen. Er hat mich damit so rausbekommen. Geisteskrank. Ja, wie schnell ist er denn? Oha, wie hat er ihn eingeholt? Oh. Alter! Oh, wie schnell ist er denn? Da kommt er noch an. Boah, die Spitze! Überragend gehalten, Junge. Der Siebener gefällt mir irgendwie auch von Stuttgart, der ist sehr eklig. Nein, nein, der Schiri hat es nicht gesehen. Gut so. Oh, der Kapitän ist auch... Ich schwöre, er geht zu ihnen so hin. Monster Nummer 5. Guck mal, wie er in sein Gesicht zu ihnen sagt. Und durchsetzen. Bab, vorbei. Sauber. Bravo. Sehr, sehr geil. Und dann so die Fäuste so ballen. Geiler Typ. Geiler Typ, feier ich. Feier ich sowas, Berliner Schnauze. Frech sein. Nicht respektlos, aber frech sein. Hertha. Hertha geht hiermit in Führung 2-1. Mikey natürlich. Super falsch. Oh, der Fünfer ist stark. Ich mag ihn. George ist Co-Trainer, nicht mal erster Trainer. Crazy. Ich mag den Kapitän. Maschine. Gefährlich. Oh, gut ausgespielt von Stuttgart. Oh, super gespielt. Super gespielt. Das ist ein schönes Fußball. Schön ausgespielt. 2-2. Boah, stark unten gewesen. Stuttgart dreht das Spiel innerhalb 30 Sekunden. Was ist das denn? Die Nummer 7 von Stuttgart auf jeden Fall. Mentalitätsmonster. Guck mal, ob er den jetzt reinmacht. Der 7er ist auch eklig. Habt ihr das gerade gesehen? Gehört aber dazu, Digga. Das sind Emotionen, das gehört dazu. Gerade in jungen Jahren. Das gehört dazu, was soll ich euch sagen? Stuttgart gewinnt das Spiel 3-2 gegen Hertha BSC. Stell dir mal vor, viele Jungs. Finale, Bochum. So, Achtelfinale. Mönchengladbach. Oh, die erste Chance. Nachschuss. Der geht raus. 1-0 Gladbach. Gladbach geht hier mit 1-0 in Führung. Super gehalten. Oh. Oh. Macht das stark. Oh. Schöne Bewegung. Schöne Bewegung. Bab, bab. Schönes Tor. Macht er stark. 2-0 Gladbach. Sehr starker Abschluss. Und das 3-0 von El Capitano. Man merkt voll, dass jede Mannschaft so irgendwie so einen Spieler hat. Oder so ein, zwei Spieler, die so, sage ich jetzt mal, vorausgehen, ne? Wisst ihr, was ich meine? Die haben immer so eine ein, zwei Spieler, die so, die auffällig sind, sage ich jetzt mal. Und so um diese Spieler herum bildet sich dann so das Team. Kontermöglichkeit hier zu Gladbach. Faul. Die rausstechen, genau. Ja. Digga.
aber 0-4 Gladbach, alter Schwede. Die Gladbacher machen das Vierte. Oh, schade. Überzahl jetzt für Bochum, 3 gegen 1. Rüber. Oh, sehr stark da noch gekommen. Tüsch. Was für ein Ochse. Oh, macht er stark, aber. Überleg mal, er ist 15 Jahre alt, der Elfer, 15 Jahre alt. Boah, der Zehner von Gladbach gefällt mir auch. Und Gladbach mit das fünfte Tor, das wird eindeutig. Anschlusstreffer hier von Bochum. Gladbach gewinnt das Spiel 5-2-1 und er ist im Viertelfinale. Okay, Lukas, ich bin hier mit. Boah, Schalke Dortmund. Und da ist das 1-0 für Dortmund. Schalke Jugend eigentlich auch immer sehr stark, oder? Schalke Jugend, gerade U17 und 19 sind, auch immer stark. Nur quer. Oh, oh. Macht er schlau. Der geht da vorbei. Ah, super Parade. Dortmund weiter am Ball. Oh. Richtig stark, ne? Es geht um was. Die Emotionen sind da. Boah, fast das 2-0 für Dortmund. Er schießt. Oh. Und boah, die Elf rettet da noch. Was für eine Rettung in letzter Sekunde. Nummer 4 war von. Nummer 4 war. Feindable von. Ehrlich? Nummer 4, ja? Und boah, die Elf rettet da noch. Okay. Was für eine Rettung in letzter Sekunde. Dortmund hier auf jeden Fall am Drucker. Oh, oh schön gespielt. Ja, noch auf der Linie. Boah, macht das stark. Oh, fast ein Tor. Oh mein Gott. Schade. Letzte Sekunden laufen. Oh mein Gott, letzte Sekunde haben wir einfach Ausgleich gemacht. Schalke macht den Ausgleich in der letzten Minute. Und Schluss. Es geht ins 7-Meter-Schießen. Oh, ich liebe immer 7-Meter-Schießen zu gucken. Souverän geschossen. Unglaublich gehalten. Boah, man kann jetzt aufbauen. Ich glaube, man könnte hier auch in die Mitte schießen, ne? Die, oh, hier ein Panenka, boah. Torwart hält auf. Schalke kann jetzt nachziehen. Und er macht den. Immer so hart. Es ist immer so hart, so junge Spieler zu sehen, wie die so Elfmeter verschießen und so. Ich mag das immer gar nicht gucken. Der Schalke-Keeper mit einer unglaublichen Parade. Die Chance jetzt für Schalke, hier ein Viertelfinale einzuziehen. Macht er ihn irgendwie weiter. Und er Mühlenkreis-Auswahl führt gegen RB Leipzig.
Ja, Robin, ich glaube, wir gucken noch Projekt Profis. Also eine Folge safe. Digga, einfach 3-1 Mühlenkreisauswahl. Das 3-1 gegen Leipzig! Krank. Tschüss! Wie gut war er gerade? Wie gut war er gerade? Ja, die Stimmung in der Halle ist geisteskrank. Macht er gut! Oh, ist ja überragend! Digga, die schlagen einfach Leipzig mit 4-1. Geisteskrank. Es ist geisteskrank laut hier. Die Mühle gewinnt gegen Leipzig. Doch wir machen mit dem Viertelfinale weiter. Schalke 04 gegen Bayern München. Die Gladbacher ziehen natürlich auch ins Halbfinale. Nicht Elfmeter, oder? 2 Minuten für Schalke. So, Schalke jetzt mit einem Spieler weniger. Hä, hat das noch drin, ja. Oh, überlegt, einfach platziert reingehauen. Bayern führt 1-0. Ja, was soll ich jetzt machen, Brudi? Wenn die Nummer 13 mit Hertha mit Kubanito 2 Videos hat, ja, okay, super. Ja. 2-0 Bayern. Stark, Digga. Bayern hat gute Baller, ja. Nummer 7 und Nummer 10 sind stark. Boah, Möglichkeit jetzt für Schalke. Schieß. Wir haben ja gestern schon geguckt, oder vorgestern, die Nummer 7 von Bayern. Digga, er wurde einfach für 300.000, glaube ich, von Gladbach in der U13 oder sowas geholt. Geisteskrank. Ja, boah, geisteskrank. Super Kommando. Eigentlich Elfmeter. Super Kommando. Jetzt für Bayern, das Spiel rüber, Lennart macht ihn. Boah, super Ball. Hattrick. Bayern spielt ja mit den Schalkern 4-0. Oh, das vierte. Zeger. Alter, wie die da aber auch alle reingehen, ne? Geisteskrank. Aristide Bonsé. Kontermöglichkeit jetzt mit Bayern. Super gelegt.
Digga, er pfeift kein Foul. Kein Foul. Bayern gewinnt gegen Schalke und zieht zum Hertha BSC, uff. Hertha gegen Union. Wo ist Kapitän, mein Bruder? Von Hertha. Wo ist er? Und Nummer 9 stark. Ich schwöre, die Nummer 9 ist so... Also, Digga, die Nummer 9, wie treffsicher die Nummer 9 ist, mit links und rechts. Wie abgezockt diese Nummer 9 ist, geisteskrank. Von Hertha, ich schwöre. Den müssen die auf den Schirm haben. Die müssen diesen Mann auf den Schirm haben. Ich weiß nicht, wie er auf dem Spielfeld ist, also draußen. Aber was der in der Halle zeigt, der Junge, die Nummer 9, ist brutal. Er macht den! Und er macht einfach den, Digga, zur Union. Hart. 1-0 für Hertha. Ich mag aber die Nummer 5 von Hertha. Die Nummer 5 von Hertha ist mir sympathisch. Ich mag so eine Spieler. Fuß vor. Boah, starker Alter. Digga, Hertha körperlich gefühlt 5-mal so weit wie, wie Union. Krass. Also nicht 5-mal so weit, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ausgleich von Union Berlin. Ein Foul. Alter, warum mag ich den Kapitän so, ja? Warum mag ich den Kapitän so? Ich weiß auch nicht warum. Er springt rein, er will Kopfball versuchen und so. Richtig geil, guck mal. Er liegt da hinten in ein Tor drin. Ich mag ihn irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Das sind so Spieler, die mir sympathisch sind. Guck mal, er will in Halle einfach so Kopfball bei Ecke. Bap, er will reinspringen. Geiler Spieler. Ich mag sowas. Boah, da hat der Keeper ihn noch berührt. Aber Hertha kackt gerade ein bisschen. Boah, der 13er sieht voll die Spielart wie Derry irgendwie. Derry Sherhand. Links. Boah, schade, stark gemacht. Gute Bewegung. Bap. Bap. Schöne Bewegung. Schön Tempo aufgenommen. Mit links. Abschluss mit links, stark. Nee, Digga, ich erzähl nichts mehr über Fußball. V-Talk, gar kein Bock mehr, Digga. Die Leute haben genug gehört von mir gefühlt. Stark gemacht. Hertha führt hier dank Main 2-1 gegen Union. Die Kuba! Ausgleich von Union Berlin. Es steht 2-2, noch 4 Minuten zu spielen. Schieß. Oh, nach Schuss. Zu hoch. Digga, aber Union spielt auch gut. Hertha fliegt raus, oder was? Union Berlin, dritter Spiel. Es ist noch 90 Sekunden zu spielen. Oh, macht das stark. Hadeland, guck, der Fünfer übernimmt Verantwortung. Mein Bruder, Kapitän. Letzte Minute läuft, oh, Fehler von Enno. Aber zurückbekommen. Ja!
Union Berlin geht hier mit 4:2 in Führung, noch 30 Sekunden zu spielen. Union Berlin zieht ins Halbfinale. So locker aus. Hertha raus. Hertha raus, hart. Im Finale, die Mühlings gegen Mainz 05 und die Halle. Liebert mit. Digga, Mainz 05 haben wir noch gar nicht gesehen. Gute Bewegung. Langer Ball von dem Bühli. Erste Chance. Oh. Ruhig. Nur weil die Halle laut ist. Ruhig. Nicht darauf einlassen. Gut gespielt. Digga, es ist so ein... Ich schwöre, ich freue mich für diese Jungs so sehr, wisst ihr, wa? Das sind so Erlebnisse als junger Bursche, die man hat. Einfach, das sind so Erlebnisse, die sind... Man freut sich voll für die Jungs mit, weil das werden sie nie in ihrem Leben vergessen, wie sie sich da freuen in der Halle. Die ganze Halle springt mit. Das ist einfach so geil anzusehen. Real Talk. Der Bühli spielt 1:0 gegen Mainz im vierten Finale. Oh, schieß doch! Oh, alleine! Ausgleich! 1-1! Fehler! Doch kein Fehler! Foul. Oh mein Gott. Krass gesetzt. Digga, er gefällt mir die Nummer. Der Zehner von Mülheim, mieswendig und schnell. Papelkap haben wir doch schon reagiert, oder nicht? Papa Cup haben wir noch zu Ende geguckt, wo Hertha Finale gewonnen hat. Da rettet er noch auf der Linie. Jetzt Standard für Mainz, gefährlich. Genau, heute kam die Reaction. Dankeschön, Matt Villa. Super durchgesetzt. Bora, so gut durchgesetzt. Aber das klar, es sind noch 2 Minuten zu spielen. So gut durchgesetzt. Und hier eine Finte und damit Außenriss geisteskrank. Richtig gut gemacht, Digga. Richtig gut gemacht, ehrlich. Macht er überragend. Technisch überragend, ey. Bühli ist jetzt 2-1 hinten. Unglaubliche Leistung von den Mühlis hier in der Halle. Gegen Union Berlin. Und los geht's hier. Erstes Halbfinale beim Fribourg Cup 2024. Gladbach gegen Union Berlin. Die Chance für Berlin. Aber da rüstet aus. Ey, ich muss sagen, Union hat richtig aufgeholt. Ich kann mich erinnern, zu meiner Zeit damals, Union war gar nicht Thema. Union war nie irgendwie, dass ich sage, so, oh, Union war krasser Verein gewesen. Also, versteht mich nicht falsch, aber da war Union auch nicht erste Liga, da war, glaube ich, Union dritte oder zweite Liga. Und die Jugend war da nie so, dass die irgendwie eine krasse Jugend hatten. Crazy. Ich bin 96.
bei mir damals, in Berlin waren die besten Mannschaften, TB war immer so einer der besten Mannschaften, Tennis Borussia, ich weiß nicht, ob es euch was sagt, für diejenigen, die von außerhalb sind. Tennis Borussia war immer so eine Mannschaft, die, gegen die wir es immer schwer hatten. Also zu meiner Zeit, so vor 10 Jahren oder so. Oder vor 12, 13 Jahren. Füchse war zum Beispiel auch gut. Bei solchen Turnieren, meinst du jetzt Bundesliga-Mannschaften? Ein paar Bundesliga-Mannschaften, war Köln war sehr eklig, Stuttgart war sehr eklig, Leverkusen war sehr eklig, Hannover war sehr eklig. Die spielen ja echt gut, ey. Bayern war gefühlt bei uns nie gut gewesen in der Jugend. Dynamo war auch in Ordnung gewesen. Boah, super Parade von der Keeper. Ben, was geht, mein Bruder? Entschuldige dich doch, Bro. Geh mal hin und gib ihm mal die Hand. Haram, Bruder. Geh doch kurz zu ihm hin. Sag ihm noch kurz sorry oder so. Gegen SCC habe ich auch safe so oft gespielt. Jetzt kommt er mit die Kante. Gladbach! Der macht den! 1-1! Ja, ich habe sehr, sehr oft gegen Leroy Sané gespielt. Er hatte damals noch seine Haare so nach hinten und lange Haare bis hier, so Raster. Er hatte immer die Nummer 10 gehabt, Linksfuß. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Wir haben so oft gegeneinander gespielt. Digga, einfach Union. Krass. Union Berlin geht hier. 2-1 in Führung. Ich weiß gar nicht, ob ich beim Freeway Cup mitgespielt habe. Vorbei. Super Ball. Schieb mal alleine. Union mies gut, hätte ich niemals gedacht. Krass. Union Berlin erhöht auf 3-1. Die Möglichkeit für Bayern, der macht den 1-0 in der ersten Minute. Also man muss sagen, er kriegt die Bälle zwar serviert, aber was er danach daraus macht, ist crazy. Was er danach daraus macht, ist crazy. 1-0 in der ersten Minute. Hassan, Bruder, ich werde ab nächste Woche, werde ich
höchstwahrscheinlich werde ich mich jetzt 1,5 bis 2 Monate komplett maximum fit machen. Dass ich so fit bin, dass ich sogar wieder professionell spielen könnte. Das würde ich für mich selber als Challenge nehmen. Ich will daraus jede Woche ein Video machen, jeden Mittwoch eine Folge machen. Vorher, nachher mein Gewicht zeigen, mein Körper zeigen und dann am Ende das Resultat zeigen. Ich glaube, das kann auch vielleicht für viele eine Motivation sein. Ich habe da echt auch Bock drauf, komplett noch einmal Gas zu geben. Egal, ob das jetzt nur für Kreisliga ist oder egal für was, ich will einfach komplett mich fit machen. Digga, diese Ballrolle mit diesen Schipper, geisteskrank gut. Die Nummer 10 hat echt was drauf. Macht das stark! Bayern führt hier noch nicht mal 2 Minuten, 2:0. Geisteskrank. Schön. Und da ist das 3:0 für die Bayern. Ich weiß, er folgt mir auch auf Insta. Ich bin ja auch zurückgefolgt. Lennart Karl. Der kleine Macher. Wenn ich Trainer mache, dann mache ich auch safe ein Format daraus. Oh, stark gespielt. Und da ist das 4 zu. Schöne Vorlage. Schöne Vorlage, schön gemacht. Ja, beiden folge ich. Ich folge vielen Jugendspielern, glaube ich, bei Insta. Ich folge vielen Jugendspielern. Bayern. Ich finde Jugendspieler. So, ich respektiere die voll und ich freue mich so zu sehen, so wie es bei denen weitergeht und wie die so ihr Weg gehen. Ich finde es voll interessant. Schöne Bewegung. Die Möglichkeit für die Bayern auf das 5. Boah, ich will nicht rüber, Digga. 5:0. Shima Suso, ich küsse dein Herz, Bruder. Das 6. Schon stark, ey. Muss man schon sagen. Es ist schon stark, muss man sagen. Gucke ich mir auch gerne sogar 3-mal an. Boah, diese Ballrolle ist schon mächtig. Boah. Sehr, sehr stark. Nummer 10, Ausnahmespieler. Das 6. Von den Bayern. Bayern dominiert hier gegen Mainz. Oh, Elfmeter. 100% Elfmeter. Ja, 5 Elfmeter. Aschi, danke schön. Kuss, Brudi. Macht er ihn. Digga, wie viele Tore hat er? Der hat gefühlt schon 10 Tore, Lennart Karl. Pommesarm, danke schön für deinen Prime. Kuss, Bruder. Liebe geht raus. 7-0, Digga. Das 7-0. Das 7-0. Bayern gewinnt gegen Mainz 7-0.
Barry Alaikum Salam, Brudi. Man denkt einfach, auf einmal, man auf einmal ist NBA oder NFL, was wird denn das jetzt hier? Also es ist kein, nicht wegen deutscher Nationalhymne, um Gottes Willen, das ist kein Disrespect gegen deutsche Nationalhymne, aber seit wann machen die bei so Finale Hymne? Das sehe ich zum ersten Mal. Und los geht ins Finale, Bayern gegen... Ich dachte gerade wirklich NBA oder so, weil es meistens ist ja immer in England, wollte ich gerade sagen, in Amerika so, dass man vor jedem Event ist, so Dings da. Klar würde ich singen, ich bin Deutscher. Klar, Mann. Deutsche Nationalhymne, immer. Fast die erste Chance in München. Oh! Ja, Julian. Für die Bayern, Bayern führt 1-0. Konter für die Bayern wieder. Aber der Zehner bleibt oft vorne stehen, das mag ich nicht. Er bleibt immer vorne stehen auf Verdacht, dass ein Konter dann kommt. Die Chance jetzt für Union auf den Ausgleich. Der muss mit nach hinten arbeiten auch. Boah! Ausgleich Union! Bayern jetzt im Überzahl, der spielt rüber auf Wiesi! Wiesi! Nachball fest. Lass klatschen. Links klatschen lassen. Oder so. Mit der Außenwelle. Boah, der ist schon gut, ja. Super gespielt. Das Einzige, was er hier noch machen kann, ist mit einem Außenriss den reinmachen. Meine ich doch, ey. Deshalb sage ich doch. Kannst du mal das ideale Freilaufverhalten erklären, wenn der Keeper andere mit in der Halle breit ziehen und dann nach innen kommen? Ich bin immer der Meinung, immer schön breit nach vorne machen. Der Torwart soll mitspielen. Der Torwart geht auf eine Höhe. Der eine Verteidiger geht auf die andere Höhe. Und die anderen drei sind vorne. Und irgendwann... Entweder der Torwart dribbelt so lange, bis er selber schießen kann, oder der Torwart dribbelt so lange, bis der irgendwann der Gegenspieler anläuft. Dann kommt einer von der eigenen Mannschaft entgegen, den spielt der Torwart an, und wo er, der Torwart, den eigenen Mitspieler anspielt, muss der andere, der auf der anderen Seite war, der Verteidiger, die Linie lang laufen. Dann hast du immer Überzahl. Gut gespielt. Das war eigentlich... Boah, Alter. Warte mal. Das war jetzt das perfekte Beispiel. Aber das, so habe ich es gemeint. Wenn die Gegenspieler angreifen, dann muss einer hier entgegenkommen. Und das macht dann er jetzt hier gerade. Digga, krass. Oder was für ein Zufall. Dann muss er hier entgegenkommen, ein Mitspieler. Und er muss dann hochlaufen, weil dann, wenn er ihn jetzt anspielt, guck mal, ist direkt Überzahl. Wenn er jetzt Tempo aufnimmt, ist direkt Überzahl. Und daraus entsteht fast ein Tor. Krass, Digga, was für ein Zufall. Abschluss. Guter Ball. Oh, super gespielt. Ja, ist ja gut.
Wie verteidigt man es am besten? Indem du mit zu viert, Mann, das ist Heimturnier, das kannst du, keine Ahnung, kannst du spielen, wie du willst. Zu viert hinten in der eigenen Hälfte stehen, übergeben mit Kommandos und einfach abwarten und kommen lassen. So spiele ich in der Halle. Ich finde das einfach am logischsten und am sinnvollsten. Es macht keinen Sinn da, glaube ich, wenn du vorne da komplett drauf rennst. Dann lieber zu viert schön hinten stehen, ja, als Block, immer übergeben und fertig ist. Nein, Mann gegen Mann schwierig, Bruder. Mann gegen Mann schwierig, weil dann läufst du hin und her. Da machst du dich nur unnötig kaputt. Wenn du ein bisschen Ahnung hast von Taktik und die Jungs dir vertrauen, dann sagst du linke Schulter, rechte Schulter und dann kannst du einfach nur übergeben. Weil die laufen ja auch einfach nur hin und her. Abschluss. Bayern ist schon stark. Also Bayern, 16 stark. Das 4:1 für die Bayern. Ach ja, stark. Ja, 2004. FC Bayern München. Gibst du irgendwie den besten Spieler? Solokos, willkommen zu den Sieger des Spiels 2024. FC Bayern München. Nummer 10 von Bayern wurde? Der war auf jeden Fall am auffälligsten, muss man schon sagen. Alleine seine Ballrollen waren einfach am auffälligsten gewesen. Muss man ehrlich sagen. Und auch besser Torschütze. Ja, der war einfach auch stark gewesen. Kann man auch nichts sagen.